Hallo zusammen, heute besprechen wir nominalisierte Adjektive. Das ist eine grammatische Erscheinung, die sehr viele Probleme bei den Studenten verursacht, besonders im schriftlichen Ausdruck. Viele Studenten begehen die gleichen Fehler, die gleichen Endungen sind immer bei den nominalisierten Adjektiven falsch. Heute versuchen wir uns damit auseinanderzusetzen und auch ein paar Übungen zu diesem Thema zu machen. So beginnen wir dann. Also hier sofort sehen wir ein paar Beispiele zu diesem Thema, wo Adjektiv angegeben ist und Adjektiv als Nomen im zweiten Satz. Lesen wir: Gestern brach ein unbekannter Mann ins Museum ein. Unbekannter, in diesem Fall ist es ein Adjektiv, weil wir danach ein Nomen haben. Und deswegen nutzen wir auch eine passende Endung dazu. Im zweiten Satz haben wir das gleiche Wort, unbekannte, aber danach steht kein Nomen, danach steht nur eine Präposition. Und in diesem Fall nutzen wir dieses Adjektiv als Nomen. Gestern brach ein Unbekannter ins Museum ein. Wir nutzen die gleiche Endung für dieses Adjektiv. Das ist eine männliche Person und deswegen nutzen wir auch die entsprechende Endung hier. Gebrauch. Wann nutzen wir tatsächlich nominalisierte Adjektive? Die meisten Adjektive und Partizipien können auch als Nomen im Satz auftreten. Die meisten Adjektive, zum Beispiel haben Sie das Adjektiv arm oder auch reich. Das sind Adjektive und von diesen Adjektiven können wir auch Nomen ableiten. Der Arme. Das ist der Mann. Die Arme, das ist die Frau. Die Armen, das ist Plural. Und genau das Gleiche können wir mit dem Adjektiv reich machen. Der Reiche, das ist der Mann. Die Reiche, das ist die Frau. Und die Reichen. Das ist Plural. Sie sehen, dass die Endungen, die wir benutzen, auch genauso wie Endungen der Adjektive sind. Also für die nominalisierten Adjektiven nutzen wir die Endungen von den Adjektiven. Die Regeln sind die gleichen. Wenn wir einen bestimmten Artikel haben, dann verwenden wir auch die Endung e, je nachdem, also es kann auch anders sein, es kann auch unterschiedlich sein. Wenn Kasus auch anders ist, dann werden wir auch die anderen Endungen verwenden. Die, das ist auch ein bestimmter Artikel und entsprechend nutzen wir auch die entsprechende Endung. Plural hier und dann verwenden wir auch die Endung wie im Plural. Also, Sie deklinieren die nominalisierten Adjektive genauso wie Adjektive selbst. Sie achten auf Kasusse und Genusse. Das ist hier das Wichtigste. Nominalisierte Adjektive dienen zur Bezeichnung von Personen und Abstrakter. Ja, wir haben jetzt nur die Personen besprochen. Abstrakter haben wir noch nicht besprochen. Also hier im ersten Satz sehen wir nominalisiertes Adjektiv für Bezeichnung einer Person und im zweiten Satz ist es einfach ein Abstrakter. Lesen wir mal. Gestern brach ein Unbekannter ins Museum ein. Also Unbekannter, das ist maskulin. Ein, das ist ein unbestimmter Artikel und deswegen verwenden wir auch die entsprechende Endung hier. Zweiter Satz. Die Polizei kann noch nichts Neues über den Fall sagen. Nichts Neues. Das ist nicht maskulin, das ist auch nicht feminin, das ist Neutrum. Und wenn wir Adjektiv als Nomen im Neutrum nutzen, dann heißt dieses Wort abstrakter. Nominalisierte Adjektive werden dekliniert wie attributiv verwendete Adjektive. Das habe ich Ihnen schon gesagt. Je nach dem Kasus verwenden wir auch die entsprechenden Endungen. Wenn es zum Beispiel maskulin ist, dann der Reiche, Genitiv des Reichen, Dativ dem Reichen und Akkusativ den Reichen. Deswegen sollten Sie auch die Endungen der Adjektive wiederholen, um keine Fehler zu
machen. Gehen wir weiter. Weiter haben wir eine Tabelle mit den typischsten und mit den häufigsten Adjektiven bzw. nominalisierten Adjektiven. Abgeordnet, der Abgeordnete maskulin, die Abgeordnete feminin mit bestimmtem Artikel, ein Abgeordneter maskulin, eine Abgeordnete feminin mit unbestimmtem, negativen oder possessivem Artikel. So, achten Sie auch, was vor diesem Nomen steht. Häufig begehen die Studenten den Fehler in diesem Wort. Der Studierende. Das ist maskulin. Die Studierende. Das ist feminin. Und die Studierenden. Das ist Plural. Achten Sie darauf, das ist der häufigste und der meistverbreitete Fehler unter den Studenten im schriftlichen Ausdruck. Und achten Sie auch auf die Endungen der Adjektive in Plural mit bestimmtem Artikel. So, noch einmal wiederholen wir. Die Studierenden, Genitiv der Studierenden, Dativ den Studierenden und Akkusativ die Studierenden. Also, Sie sehen, dass Studierenden, ja, korrigieren wir den Fehler. Also, hier sehen Sie, dass die Endungen gleich sind. Und tatsächlich ist es so, in Plural sind die Endungen der Adjektive gleich, aber nur in dem Fall, wenn wir bestimmten Artikel benutzen. So, bestimmter Artikel beeinflusst die Endungen der Adjektive und in diesem Fall verwenden wir auch die Endung N am Ende. Genau das gleiche gehört zum Beispiel zu diesem Wort. Dieses Wort taucht auch häufig im schriftlichen Ausdruck auf und deswegen verwenden wir die gleichen Endungen, zum Beispiel die Deutschen, Genitiv der Deutschen, Dativ den Deutschen und Akkusativ die Deutschen. Diese Endungen sind genauso wie hier, also N haben wir in allen Kasussen. Das ist Plural und bestimmte Artikel beeinflusst die Endungen der Adjektive. Aber wenn wir keinen Artikel haben, dann sind die Endungen anders. Nominativ Deutsche ohne Artikel. Genitiv Deutscher. Dativ Deutschen. Und Akkusativ Deutsche. Also das, dann sind die Endungen anders. So, ziehen wir mal hier Deutsche, so, dann Genitiv Deutscher, dann Dativ Deutschen und Akkusativ Deutsche. So sind die Endungen. Oh, etwas ist mit der Formatierung hier nicht korrekt. Ja, also Sie haben aber verstanden, wie die Endungen hier sind und wie das verwendet werden muss. Gehen wir weiter und weiter besprechen wir Abstrakte. Abstrakte, das sind Nomen, also zuvor waren das Adjektive und jetzt sind das Nomen, aber sie sind nicht maskulin und sie sind nicht feminin, sie sind neutrum. Checken wir mal. Böse, das Böse mit bestimmtem Artikel haben wir Endung E am Ende und ohne Artikel dann haben wir die Endung S, weil es neutrum ist. Gut, das Gute, etwas Gutes, nichts Gutes, wenig Gutes, viel Gutes und so weiter. Also mit Abstrakta achten Sie, dass mit bestimmtem Artikel wir keine Endungen verwenden, also die Endung E. Und ohne Artikel verwenden wir die Endung S am Ende des Wortes. Das waren die Regeln kurz. Hoffentlich haben Sie das verstanden. Sie müssen aber trotzdem die Endungen der Adjektive kurz wiederholen. Meistens ja, begehen die Studenten Fehler in
diesen nominalisierten Adjektiven, aber das kann tatsächlich auch passieren, dass die Studenten auch die Endungen der Adjektive falsch benutzen oder auch die Endungen in Plural vergessen und so weiter. Also wiederholen Sie unbedingt vor der Prüfung auch die Endungen der Adjektive. Das ist der häufigste und der meist verbreitete Fehler in den Aufsätzen. So, hier haben wir noch ein paar Übungen zum Thema. Machen wir. Benennen Sie die folgenden Personen. Bilden Sie aus den Adjektiven Partizipien, Nomen wie im Beispiel. Das ist gar nicht kompliziert. Hier haben wir Partizip und hier haben wir Maskulin, Feminin und Plural. Das ist eine gute Praxis für uns unbekannt. Das haben wir schon getroffen. Unbekannter. Unbekannter, ein Unbekannter, hier haben wir die Endung er, feminin die oder eine Unbekannte und Plural die Unbekannten. Deutsch, das habe ich Ihnen schon gezeigt, die Deutschen. Nein, das ist nicht Plural, das ist doch Maskulin. Der Deutsche. Dann mit dem unbestimmten Artikel ein Deutscher. Feminin. Die oder eine. Hier spielt das keine Rolle. Deutsche. Und Plural die Deutschen. Deutschen, die Endung n. Verwandt machen wir. Wie hier im Beispiel, angeklagt, ja, Studierend, ja, das ist ein häufiges Wort in den Aufsätzen, also im schriftlichen Ausdruck. Der Studierende, ein Studierender, die eine, die oder eine Studierende und Plural die Studierenden. Studierenden abgeordnet, das ist Parlamentarier, ja, also die Menschen, die im Parlament sitzen. Jugendlich, das ist auch ein typisches Wort für den schriftlichen Ausdruck. Der Jugendliche, ein Jugendlicher, die und eine, die beziehungsweise eine Jugendliche und Plural die Jugendlichen. Ja, und schließlich lernend. Der Lernende, ein Lernender, Feminin, die oder eine Lernende und Plural die Lernenden. Nutzen Sie das, nutzen Sie diese Synonyme. Das ist gut für die Abwechslung, für Variation, für Ihren schriftlichen Ausdruck. Manchmal nutzen Sie das Wort Student, manchmal Studierend, manchmal Jugendlich oder Lernend. Das ist alles passend. Variieren Sie den Wortschatz. Vergessen Sie aber nicht, welche Endungen nach diesen Adjektiven bzw. nominalisierten Adjektiven erfolgen. Ja, wir werden nicht alle Wörter machen. Das Prinzip haben Sie schon verstanden. Nächste Übung. Ergänzen Sie das Adjektiv als Nomen. Ja, es kann hier auch abstrakter sein. Okay, checken wir. In jedem Sprichwort steckt etwas Wahres. Wahr ist Adjektiv und wir haben von diesem Adjektiv das Nomen abgeleitet und wir haben dieses Nomen auch mit der entsprechenden Endung benutzt. Etwas Wahres, viel Wahres, nichts Wahres und so weiter. Das Gleiche machen wir in diesem ersten Satz. Viel neu hat der Politiker in seiner Wahlrede nicht gesagt. Viel Neues hat der Politiker in seiner Wahlrede nicht gesagt. Nicht kompliziert. Liebe ist etwas Wunderbares. Das war auch nicht schwierig. Gestern ist etwas Schreckliches passiert. Ein
Und jetzt ist das vielleicht maskulin. Unbekannter hat das wertvollste Gemälde aus dem Museum gestohlen. Alle anwesend bekamen Werbegeschenke. Alle Anwesenden, alle beeinflusst auch die Endungen der Adjektive. Alle, das ist wie ein bestimmter Artikel. Alle, beide, sämtliche, diese, welche, solche, jede, jene, das ist genauso wie ein bestimmter Artikel. Achten Sie darauf und nutzen Sie auch die entsprechenden Endungen. Nummer 5. Es gibt immer sein, Entschuldigung, er gibt immer sein Bestes. Sein Bestes. Ja, schreiben wir klein. Er gibt immer sein Bestes, aber manchmal ist das Beste nicht gut genug. Also hier haben wir ohne Artikel benutzt und dann nutzen wir die Endung S am Ende und weiter haben wir mit dem bestimmten Artikel das verwendet und entsprechend haben wir auch die passende Endung benutzt. Versuchen Sie auch Ihr Bestes bei der Prüfung zu zeigen, Ihr Bestes zu leisten, das beste Ergebnis zu erzielen. Nummer 6. Niederlagen haben auch etwas Gutes, das haben wir schon verstanden, etwas Gutes, wenn man aus den Fehlern lernt. Man muss allerdings das Gelernte auch anwenden. Gelernte, das ist auch nominalisiertes Adjektiv. Gelernt, das ist Partizip, Partizip 2. Und aus Partizipien können wir ebenfalls nominalisierte Adjektive ableiten. Wenn es ein Artikel gibt, dann nutzen wir die Endung e. Wenn es kein Artikel gibt, dann nutzen wir Endung s. Zum Beispiel so viel Gelerntes habe ich mir nicht gemerkt. So, das ist auch ein Beispiel, wann wir Endung S benutzen können. Und letzte Übung für heute. Gegensätze ziehen sich an. Ergänzen Sie das Adjektiv als Nomen. Sie arbeitet als Angestellte, Feminin. Er ist freischaffend, Freiberufler. Freischaffender, Maskulin. Sie ist im Dorf eine Einheimische. Er ist ein Fremder, Maskulin. Sie sieht immer nur das Gute in Menschen, im Menschen. Er sieht nur das Schlechte. Sie isst gern Süßes, er mag lieber Salziges. Sie beide mögen Bier, sie trinkt lieber Helles, das Bier, deswegen ja Helles, und er bevorzugt Dunkles. Also, hier haben wir auch mit abstrakter bzw. Mit nominalisierten Adjektiven gearbeitet. Sie haben das Prinzip verstanden. Das Wichtigste, das Sie hier machen müssen, ist, dass Sie die Endungen wiederholen sollten. Wiederholen Sie die Endungen der Adjektive, um keine Fehler zu machen. Je nach dem Kasus und dem Genus müssen Sie passende Endungen benutzen und versuchen Sie so im schriftlichen Ausdruck keine Fehler zu begehen und Ihre Kompetenz auch bei den Adjektiven zu zeigen. Es ist nicht kritisch, wenn Sie ein paar Fehler begehen, aber wenn der gleiche Fehler immer wieder auftaucht, ist es nicht so gut. Wenn Sie weitere Aufgaben brauchen, wenn Sie Mustertests benötigen, dann melden Sie sich bei mir. Ich hätte auch einige Vorbereitungsmaterialien, die Ihnen helfen könnten, auch Ihr Ergebnis im Test DAF zu erhöhen. Für heute wäre das alles. Für die Vorbereitung wünsche ich Ihnen viel Erfolg und bis nächstes Mal. Tschüss.